Jo Freunde, heute ist es soweit. Heute ist der dritte Geburtstag von Fortnite. Krass, dass das Game jetzt schon 3 Jahre alt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr schon spielt. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich schon so seit, ja, Herbst 2017, also jetzt bald 3 Jahre, bin ich auch schon dabei. Heftig, wie die Zeit vergeht. Es gibt auch bestimmt unter euch einige, die schon sehr lange dabei sind. Auf jeden Fall gibt es deswegen zur quasi Feier des Tages einige Gratis-Challenges nachher. Und zwar kann man da unter anderem diesen 3-Jahres-Backpack hier bekommen. Es gibt ja aktuell, die habe ich sogar ausgerüstet, die normale Einser, was heißt normal, die Einser-Variante vom ersten Geburtstag. Dazu wird es dann heute noch gratis so eine neue 3-Jahres-Variante geben und noch einige weitere kostenlose Sachen, die man sich da heute erspielen kann. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal den heutigen Fortnite-Shop an, also klicke ich direkt mal oben drauf. Let's go. Und zwar, ja okay, den Teil kennen wir schon, das ist genau das gleiche wie gestern. Hier, oh mein Gott, der Shop ist so riesig, gibt es einige neue Dinge, nämlich ein gesamtes neues Set. Das seht ihr hier auf der linken Seite. Ich fange mal an mit dem Gleiter. Das ist der Fluoreszenzflieger, heißt der für 500 V-Bucks. Ja, ist aber ziemlich basic, ist wieder nur so standardgleitermäßig ein bisschen umgefärbt, finde ich nicht so geil. Dann gibt es endlich diesen, wie heißt der, Adeline-Skin, hat 2 verschiedene Stile, glaube ich. Genau, einmal, die Haare sind, die Kapuze ist der Unterschied, oder? Einmal Kapuze auf, Kapuze ab, okay. Erinnert mich irgendwie an die Nvidia-Farben so ein bisschen, aber ich glaube, das ist kein Pomo-Skin. Die Beine schauen auf jeden Fall heftig aus und auch der Backpack dazu. Der ist so leicht durchsichtig, kann man reinschauen, da sind so Kopfhörer drin. Kein schlechter Skin, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass den einige Schwitzer irgendwann mal spielen werden. Und eine Hacke gibt es auch noch dazu, die ich insane komisch finde, die Propellerstäbe. Ich glaube, das ist in-game auch so, dass sich das die ganze Zeit dreht. Also das wird mich, glaube ich, ziemlich nerven auf Dauer. Mal gucken. Ja, Sound ist nicht schlecht, aber ich glaube, das wird ziemlich nervig sein, wenn sich das auch in-game die ganze Zeit dreht, Alter. WTF, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Auf jeden Fall, ja, für 800 Euros kann man das Ganze heute kaufen. Falls ihr euch heute irgendwas holt, nutzt natürlich gerne den Creditcode Snoxy. Alle 14 Tage muss man das ja neu eintragen. Also schaut unbedingt mal nach. Das Gewinnspiel von gestern löse ich auch noch gleich am Ende des Videos auf. Machen wir weiter nämlich mit dem Liebesranger. Da habe ich früher die Flügel, oder was heißt ich, da haben eigentlich alle Leute diese Flügel hier immer gespielt. Deswegen haben sich alle den Skin gekauft, aber ich glaube, den Skin hat eigentlich selber fast niemand gespielt. Alle haben sich das eigentlich nur wegen dem Backpack gekauft, aber inzwischen gibt es deutlich bessere Backpacks, also da würde ich nicht unbedingt 20 Euro bzw. 2000 V-Bucks für ausgeben. Die Hacke dazu, ja, ist auch in Ordnung, aus Season 2 schon. Dann haben wir diese preiswerten Burger und, was ist das andere, Tomaten, ne? Ja genau, Burger und Tomaten-Skins. Ja, habe ich mir beide jetzt nicht gekauft, aber ich finde sie sogar fast besser als die männlichen Skins, weil sie halt ein bisschen dünner sind. Spielt sich, finde ich, mal ein bisschen besser, also beide auf jeden Fall in Ordnung, kann ich beide durchaus empfehlen. Dann machen wir weiter, nämlich auf der rechten Seite, wie immer, lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich euch hier jeden einzelnen Tag den neuen Shop zeige. Da haben wir die Volleymeisterin für 1-2 mit diesem Backpack. Die reaktive der Beat-Lackierung. Ihr seht, da ist so ein Beat, wozu sich das so ein bisschen bewegt. Dann der Schuhplatter. War schon über 130 Tage jetzt nicht mehr im Shop drin, also relativ selten sogar. Die Sandhai-Fahrerin für 800, finde ich auch in Ordnung, ist mal ein bisschen ein anderer Farbstil hier bei dem Skin. Dann, oh, haben wir wieder einmal Cat, warte, dafür muss ich die Musik mal ganz kurz anmachen. Den mag ich sogar, den Song. Achtung, jetzt. I'm a cat. Ja, den finde ich sogar nice. Also, ich glaube, den habe ich mir, warte, den muss ich mal kurz gucken. Erstmal ausmachen hier. Den habe ich mir sogar, genau, den habe ich mir sogar gekauft, weil ich den ganz lustig finde, aber eigentlich benutze ich den nie. Also, hätte ich mir nicht unbedingt holen müssen. Und dann der Schattenboxer für 200 V-Bucks. Ja, das ist ein lustiger kleiner Emote, aber auch nicht unbedingt eine krasse Empfehlung. Jo, dann haben wir hier genau die gleichen Sachen wie gestern drin. Also, wenn ihr das alles sehen wollt, einfach mal ins Video von gestern schauen. Da ist alles genau so drin gewesen. Da habe ich alles ausführlich nochmal vorgestellt. Aber Blade-Skin und dieses Blade-Paket, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ganz frische, neuer Marvel-Skin und das BTS-Paket und so. Finde ich auch ganz nice. Jo, das ist schon der Shop von heute. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Top, auch wenn ich diese Hack hier wirklich insane merkwürdig finde. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Shop morgen nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, einfach den Kanal hier kurz abonnieren, ist ja kostenlos. Und dann, ja, wünsche ich euch einen tollen Tag. Hier seht ihr noch den Gewinner von gestern, ich habe mir ein paar V-Bucks verschenkt. Da seht ihr den Gewinner jetzt hier eingeblendet. Glückwunsch an dich, melde dich gerne mal auf meinem Discord. Und dann, ja, sehen wir uns morgen früh wieder zum nächsten Shop-Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss!